Pete Schwaber. Da kriegt sie Angst. Das ist eine DVD von Pete Schwaber. Sie hat einen guten Geschmack. Da kriegt sie richtig ins Laufen. Ja, ja, das kann man verstehen. Oh, kann ich eine Probe? Vom Bodyshop, eine Probe. Ja. Und hast du die selber geschnitten, oder? Habe ich leider selber geschnitten, ja. Und wieso machen Sie so etwas? Geld sparen. Geld sparen? Ja, am falschen Ende, kann man sagen, oder? Ja. Ja. Wollen Sie nachschneiden? Ja, kann man so. Okay. Können Sie hinten so reinschreiben, FCZ? FCZ. Hier hinten FCZ reinschreiben? Ja. Das wäre toll. FCZ. Ah ja. FCZ. Gott, das sieht aber auch. Könnte aber auch heißen, ich bin ein Aargauer oder so. Naja, nicht schlecht. Schön. Das geht. Wächst ja nach. Danke. Bitteschön. Entschuldigung, könnte ich Sie um eine Unterschrift bitten? Für was denn? Es geht um einen deutschen Schriftsteller, der gerne in der Schweiz wohnen möchte und ein bisschen vom Staat unterstützt werden will. Ja, finde ich gut. Sie eben auch gut. Okay. Einer von den beiden Stiften geht. Okay. So eine Art Gewinnspiel. Ich weiß gar nicht. Der geht schon mal nicht. Der auch nicht? Nein, der geht. Ah, der geht. Was denn jetzt? Ich weiß nicht genau. Ich habe einen grauenhaften Tag hinter mir. Ich habe Peach Weber aus. Ich habe mit Peach Weber 2 Stunden in so einem Laden gesessen. Kennen Sie Peach Weber? Ja. Und? Wie findest du gut, oder? Ja, schon nett, aber nicht witzig. Nicht witzig, wieso nicht? Was fehlt? Der Humor. Du wohnst hier? Nein. Ja, im Kanton Aargau wohne ich. Und wie ist das so? Ist noch friedlich eigentlich. Friedlich? Ja. Die sieht überall aus wie in Deutschland. Die gibt es alle auch in Deutschland, die Läden. Sicher. Mikro nicht. Ja? Mikro gibt es nicht. Also jetzt als Aargauer, was kauft man sich so? Als Aargauer? Ja. Was kaufen die Aargauer denn so? Gibt es spezielle Aargauer Spezialitäten? Also ich würde sagen Rüebli-Torte. Rüebli? Eine Rüebli-Torte. Ach, man sagt Rüebli-Kanton, oder? Mhm. Warum? Genau. Da wachsen die Rüebli. Wachsen hier? Ja. Aha. Sag mal, und jetzt dein Beruf, ja? Ja. Wie sagt man dazu? Also mein Beruf, der ist Domina. Domina? Ja. Ja. Und was heißt das so? Was das so genau heißt? Was wollt ihr genau wissen? Naja, Domina heißt ja, die Leute wollen gerne, dass ihnen das wehtut oder so. Also du musst so sehen, man sieht immer eine Domina, also ordinär oder irgendwie mit einer Zigarette im Mund und so ruft mich an. Das ist total ein falsches Bild. Ah, ja. Total falsches Bild. Also ich kann du rauchst ja gar nicht. Ich rauche gar nicht. Nein, kein Alkohol, kein Drogen, gar nicht. Richtig so. Also für mich ist ganz wichtig, dass ich ganz klar denke, dass das sehr wichtig ist. Und auch die Leute, die bei mir sind. Also ich bin niemand, der irgendwie auf Drogen ist oder irgendeinen Absturz oder irgendetwas gar nicht. Oder? Es ist einfach wichtig, dass du auf den Gast eingehst. Dass du ihn fragst, um was es geht. Also per E-Mail, was willst du ganz genau, oder? Sag mal ein Beispiel. Ein Beispiel. Und jemand ein Kühli sein. Eine Kuh. Eine Kuh. Ein was? Eine Kuh. Eine Kuh. Eine Kuh? Ja. Kommt jemand und sagt, ich will eine Kuh sein. Ne? Wir brauchen ein Körbli. Ah ja. Ja. Nehmen wir das hier? Ja. Da hat schon jemand eingekauft. Aha. Nehmen wir einfach. Okay. Macht ja nichts. Also, und wenn man zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, er will so Herdplatten anfassen? Dann macht er das. Das wird er machen. Er wird mir folgen und wird das machen. Und dann, aber das tut ja weh. Aber er sucht den Schmerz. Er sucht den Schmerz? Er sucht den Schmerz, ja. Er sucht den Kick. Aua. Hat das was mit Sex zu tun? Absolut nicht. Nicht. Die dürfen mich nicht anlangen. Die sehen keine Brust von mir. Die sehen nichts. Gar nicht. Nicht. Gar nicht. Du bist so angezogen wie jetzt? Genau. Genau so. Ja. Und du fasst die gar nicht an? Nein. Sie langen mich nicht an. Aha. Oder? Ah, du sie schon? Schon, ja. Klar. Was machst du denn mit der Kuh? Wie fasst man eine Kuh an? Es kann auch sein, dass eine Brust an Gewicht wand, dass wie was? Wie Gewicht? Gewichte, ja. An der Brust hängen? Ja. Ja. Die wollen das. Die wollen das so. Da hängen die sich Gewichte an die Brust? Ja. Ja. Aber das ist schon ein bisschen gestört. Das kannst du nicht sagen? Nee? Nein. Was ist die Norm? Was ist gestört? Was ist normal? Es ist immer normal, das, was für jeden gut ist. Ja, aber
Gewichte an die Brust? Sicher. Und dann blutet das ja vielleicht auch? Unter Umständen, ja. Und dann? Und dann nicht. Und er freut sich über den Schmerz. Und wie wird man sowas dann vom Beruf her? Also, als Domina? Ja. Wie das wird? Wie merkst du denn das? Also hast du irgendwann gedacht... Jetzt gehe ich mal schauen. Ich habe gedacht, ich gehe mal schauen, was, ja? Was passiert, was geht eigentlich ab. Und im Aargau jetzt? Also wir sind jetzt im Aargau. Ist es, meinst du, in Zürich sind es andere Leute, die zu dir gehen? Nein, sie sind im Fall von der ganzen Welt, die kommen. Es sind Geschäftsleute, die kommen von der ganzen Welt, von überall her. Spielt gar keine Rolle. Spielt eigentlich absolut... Das ganz... Okay. Egal. Ich kann dir einfach eins sagen, der Bauarbeiter ist nicht bei mir. Der kommt nicht. Warum nicht? Weil er das nicht braucht. Der braucht das nicht. Der braucht das gar nicht. Der wird so genug erniedrigt im Alltag. Ja, genau. Aha. Und ich absolut auch nicht gut finde. Kommt eher Politiker. Alles kommt. Anwalt, Ärzte, Politiker, wirklich alles. Und gibt es Sachen, die du nicht machst? Ja, Kind und Tier ist total. Was? Kinder und Tier ist absolut. Was heisst das? Also... Mit Kind ist ganz klar, macht man gar nichts. Ja, es hat immer perverse Leute darunter, die mich einfach sagen, das ist krank, das ist nicht normal. Und Tier sicher auch nicht, oder? Aber wenn man ein Tier sein will, ist es in Ordnung. Das ist in Ordnung. Er ist ein Mensch, er möchte gerne denken. Ein Pulli sein. Ein Pulli? Ich wäre gerne ein Pulli. Dann setze ich dich hier rein. Hier rein? In die Tiefkühltruhe? Da rein setze ich dich. Ja? Mhm. Und dann? Dann zupfe ich an dir. Dann werde ich gepfeffert? Aber nein, siehst du, wirst gezupft. Komm, das machen wir mal. Also komm, sitz hier. Also jetzt? Ich zupfe dich überall. Du zupfst mich? Ja, du machst die wie Federn macht das, wie macht denn das Huhn? Wie macht es denn? Gack. Ist das alles? Ja. Nein, noch mehr, oder? Jetzt muss ich ein Ei legen. Ja, sicher schon. Ja, dann müssen wir zur Eierabteilung gehen.